befinden mich hier im Shoppiland in Schönbühl. Hier innen befindet sich mit 6150 Quadratmetern das grösste Migros der Schweiz. Es ist jetzt kurz vor Ladenschluss und wir sehen, das Sortiment ist noch reichlich vorhanden. Es ist sogar noch mal aufgefüllt worden vorhin gerade. Jedes Mal beim Einkaufen frage ich mich, was eigentlich Detailhändler mit Migros mit all diesen Lebensmitteln machen, die morgen nicht mehr verkauft werden dürfen. Und genau um das geht es in diesem Video. So, mittlerweile bin ich daheim angekommen und habe mir als erstes natürlich die Migros-Webseite angeschaut, was sie zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen haben. Und die sind sich dem Problem natürlich voll bewusst und sagen, wie fest sie sich engagieren, aber das ist eigentlich auch logisch. Wenn übrigens auch du dich fragst, was genau ist eigentlich Food Waste und wie gross ist unser Problem in der Schweiz, damit wirklich kann hier ein paar Facts für dich zusammentreten. Im Schnitt wird in der Schweiz jedes dritte Lebensmittel zwischen Feld und Dauer verschwendet. Das hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Umwelt, sondern auch auf unser Klima. Food Waste sind zum Beispiel unförmige Früchte, ungenutzte Nebenprodukte wie Innereien, Lagerungsverluste oder Essensreste. Nicht essbare Teile von Lebensmitteln, wie zum Beispiel eine Bananenschale, werden statistisch nicht zu Food Waste gezählt. In der Schweiz verlieren wir pro Jahr und Person 330 Kilogramm Lebensmittel. Das entspricht für die ganze Schweiz pro Jahr unglaubliche 2,8 Millionen Tonnen. Auf foodwaste.ch findest du weitere, detailliertere Infos dazu. Ja, eigentlich kann ich ja Migros einfach ein Mail schreiben und mal fragen, ob sie mir ein Interview würden geben. So, abgeschickt. Jetzt heisst es abwarten. Mal schauen, ob sie zurückschreiben. Ich habe gerade realisiert, dass das Thema Food Waste wahrscheinlich viel zu breit und zu gross ist für ein mehrminütiges Video, wie ich es hier vorhabe. Darum habe ich mich einfach mal dazu entschieden, jetzt eine Insta-Umfrage zu machen, um zu schauen, was meine Follower an diesem Thema eigentlich interessiert. Und ich hoffe auch ein bisschen darauf, dass ich dort hier neue Inspiration werde finden. Also Klartext, ein Bereich von Food Waste, den ich näher herauspicken kann und mich damit befassen. Jetzt bin ich gerade auf dem Heimweg und vor 5 Minuten hat sich der Migros auf meine Interviewanfrage gemeldet. Leider kann niemand von Ihnen bei meinem Projekt dabei sein. Es sieht also so aus, als würde ich in nächster Zeit nicht herausfinden, was Migros mit all diesen Lebensmitteln macht, die nicht verkauft werden dürfen. So, nächsten Morgen. Dann wollen wir doch mal schauen, was meine Insta-Umfrage so für die Ergebnisse liefert. So wie es aussieht, ist Food Waste bei den meisten von meinen Followern ein Thema. Aber offenbar haben sie nicht wirklich Infos dazu oder höchstens so Basics. Und die meisten sind daran interessiert, was es für Lösungsansätze gibt im Allgemeinen, was man dagegen machen kann. Aber auch, was Grosshändler wie die Migros zum Beispiel gegen Food Waste eigentlich machen. Und jemand, das habe ich gestern schon schnell gesehen, hat auch Dumpster Diving erwähnt. Das ist ein Thema, das mich selber sehr interessiert. Und darum habe ich mir als neues Ziel gesetzt, jemanden zu finden, der mich mit zum Dumpster-Diven nimmt. Für all die, die noch nie etwas von Dumpster-Diven gehört haben, oft wird es auch Container genannt. Und es ist, wenn man aus Abfallcontainern von Grosshändlern, wie zum Beispiel der Migros oder Denner, Coop, whatever, noch essbare Lebensmittel rausfischt. Allein das Entwenden von diesen Lebensmitteln ist in der Schweiz keine Straftat. Wer aber ein Schloss aufbricht oder Hausfriedensbruch begeht, macht sich natürlich strafbar und muss mit mehreren hundert Franken Geldstrafe rechnen. Hey, ich bin selber mega überrascht. Schon nach wenigen Stunden haben sich mehrere Leute gemeldet aufgrund von meiner Insta-Umfrage. Sie haben geschrieben, sie gehen selber viel an Container und ich könnte sonst mal mitkommen. Oder sie kennen jemanden und sie fragen für mich nach, ob ich der Team auch mit könnte gehen. Ein Vorschlag hat mich der Typ besonders interessiert, aufgrund von einer Insta-Story, die ich auf diesem Profil gesehen habe. Jetzt mal eine Nachricht geschrieben und ich hoffe, es klappt. Ja, was Migros mit diesen Lebensmitteln macht, hat mich dann gleich nicht ganz losgelassen. Darum habe ich jetzt gefunden, ja, komm, ich schaue noch mal im Internet, ob ich gleich noch mal etwas dazu finde, wie die Migros eigentlich mit Nachhaltigkeit umgeht. Meine Recherchen haben ergeben, dass gemäss dem Bundesamt für Umwelt im Detailhandel ungefähr 100'000 Tonnen Abfall pro Jahr entstehen. Das ist aber nur ein Tropfen auf den heissen Stein im Vergleich zu den Zahlen der Privathaushalte in der Schweiz. Grosshändler wie die Migros arbeiten oft mit Organisationen wie Tischlein Deck Dich oder der Schweizer Tafel zusammen. Ob im App Too Good To Go ist die Migros, Aldi oder Lidl ganz vorne mit dabei. Klar, es kann immer noch mehr gemacht werden und es müsste dringendst auch Gesetze dazu verabschiedet werden. Aber offenbar müssen wir auch alle mal für unsere eigene Haustür anfangen wischen und das Potenzial ausschöpfen. Und genau das mache ich bei mir jetzt auch. Ja,
Hier geht es schon los, da hinten. Das Ablaufdatum über eine Woche überschritten. Seit einer Woche abgelaufen. Und nicht so appetitlich. Oh, die kann man glaube ich auch fortschiessen. Gemüse, das vergessen gegangen ist. Das ist wahrscheinlich auch durch. Ja, bis jetzt habe ich immer gedacht, unsere Dreierwege hat Food Waste einigermaßen im Griff, aber offensichtlich nicht. Na, oh, die leben glaube ich schon. Oh. Hey, das ist schon krass. Also, ich bin richtig geschockt, dass wir als Dreierwege jetzt nur vor einer Woche für Produkte vorschießen, einfach weil wir es nicht brauchen oder weil wir Sachen eben doppelt kaufen. Ja, da muss dringend etwas gehen. Übrigens, die Person, die ich geschrieben habe zum Mega-Container, hat sich jetzt auch nicht mehr gemeldet. Ja, sieht so aus, als müssten wir jemand anders suchen. Das wird jetzt in dieser Zeit zwar ein bisschen knapp. Ja, muss schauen, was man da machen kann. Hey, ich habe mich dazu entschieden, ich rufe jetzt einfach nochmal dieser Person an und bespreche es direkt mit ihr. Hey, ciao. Ja, nein, ich kann das natürlich... mega gut verstanden. Vielleicht wäre es ja möglich, dass wir das Ganze gleich anonym machen. Dann wärst du gleich dabei. Hättest du dich morgen Abend auf die 9 Zeit? Freue mich bis morgen. Schöne. Tschüss. Ciao. Ja, also einfach mal den Leuten anrufen, oder? Hoi, Jan. Hey, Livio. Oh. So. Schön, dass es klappt. Okay. Und ich würde einfach die Sachen, die nicht, oder die nicht spannend sind, hast du da rein. Mit Fleisch und so. Die sortieren halt. Ja, voll. Fleisch. Streckchen. Du bist auch nicht interessiert an Fleisch. Casual Donnerstagabend. Ja, und er so, also ich habe so ein bisschen recherchiert und so, ist ja viel auch so, dass nachher nicht mal das, was die Leute daheim haben, ist schon nur das Essen, oder? Ja, das ist ja etwas, was man einfach machen und ein bisschen bewusster und aufmerksamer halt auch ein bisschen planen, was man isst. Und man kann halt immer das essen, was man Lust hat, das ist ein verdammter Luxus und irgendwie ein bisschen eine blöde Angewohnheit. Wir haben jetzt das Velo hergestellt und sind zu Fuß jetzt unterwegs zum geheimen Spot von Livio. Yes, ein bisschen was hat es. Nicht gut viel, aber... Ah, oh, oh, das ist... Attenzauerkäse. Also nimmst du einfach das und das? Oder also Eier... Ich würde ein, zwei Bananen nehmen, nicht. Es ist jetzt 11:30 Uhr. Ich bin auf dem Zug von Zürich zurück auf Bern. Und es ist wirklich unglaublich, was wir hier alles herausgefischt haben. Ich habe die Gelegenheit natürlich genutzt und der Profi selber, der Livio, gefragt, wie sie das eigentlich auch daheim machen kann, um Food Waste zu vermindern. Und das sind seine Tipps. Immer zuerst einen Blick in den Kühlschrank, bevor der Gäste einkaufen, Einkaufslisten machen, dass Sachen nicht doppelt gekauft werden. Kleine Portionen kochen und wenn dann doch mal etwas übrig bleibt aus Brot, kann man zum Beispiel Croutons machen oder aus Äpfeln, die etwas braun sind, Apfelsaft oder einen Kuchen. Etwas, was ich mir zum Beispiel auch vorgenommen habe zu brauchen, ist die App My Food Waste. Dort kann man einfach Sachen, die im Kühlschrank sind, eingeben und es wird dann nachher ein Menü kreiert. Was zum Beispiel auch hilft, ist die S-Bar, die es in Zürich und Bern gibt, beim nachhaltigen Einkauf. Und auch das Berner Start-up Rüedu ist dort sicher eine gute Adresse zum Empfehlen. Ja, heute bin ich zurück im Shoppingland und muss sagen, nach all meinen Eindrücken und Erlebnissen bin ich ganz anders durch die Gemüse- und Früchteabteilung gelaufen. Ich werde mir in Zukunft sicher auch mal überlegen, ob ich nicht auch Wodka-Containern
etwas bewirken und so Lebensmittel vor dem Verfall retten. Für mich ist aber auch klar, dass Container oder eben Dumpster-Dive das letzte Mittel ist. Es müssen dringend Gesetze beschlossen werden. Und da eine gute Nachricht, genau das ist nämlich am passieren. Der Nationalrat hat dem Bundesrat im März 2019 damit beauftragt, einen Aktionsplan gegen Food Waste auszuarbeiten. Voraussichtlich 2024 soll genauer evaluiert werden, was jetzt eigentlich passiert. Bis dann müssen wir uns, glaube ich, alle selber in die Nase nehmen, zum Wohl von uns allen und unserer Umwelt. Im Videobeschrieb findest du übrigens alle Apps, Tricks und Webseiten, die ich in meinem Video darauf eingegangen bin. Schau doch mal rein.